Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen heute mal wieder hier zu Eure Decks, meine Meinung. Diesmal ein Deck von Blackie aus der Community. Vielen, vielen Dank erstmal für dein, ja, dein Deck oder halt das Einreichen des Decks. Und wir sehen hier, ich glaube für alle, die schon ein bisschen länger dabei sind, die sehen hier einfach die klassische, wenn man das so bezeichnen kann, klassische Voltula EX Deckliste. Voltula EX, ne, ein Phase 1 Pokémon, KP 260 von Typ Elektro, Terrakristallisiert, geladenes Netz. Für ein Elektro ein farblos 110 plus Damage, wenn das aktive Pokémon deines Gegners eine Pokémon EX oder ein Pokémon V ist, fügt diese Attacke 110 Schadenspunkte mehr zu. Was ziemlich nice ist, wenn man damit manche 220er EX oder V treffen kann. Fulgurit, das ist aber der Angriff, der halt auch richtig schön nervig sein kann für 180 Energie, 180 Energie, leg das mal im 60-Karten-Deck an. 180 Schaden und drei verschiedene Energie, Blatt, Elektro und Kampf. Und dann legst du alle von diesem Pokémon ab und dein Gegner kann nächste Runde auch dann keine Item-Karten spielen, keine Item-Karten. Wir sehen hier eine Liste, die, ja, ich glaube, ich weiß jetzt schon, dass ich da nicht viel am Deckbau ändern muss. Vielleicht sogar einfach auch gar nichts, weil eigentlich alles drin ist, was man haben will. Man hat die Chaneras, um die Energie zu verschieben. Man hat hier auch das strahlende Quajutsu, um Energiekarte in Ablagestapel zu kriegen, um die dann wieder mit der Glastrompete rauszuholen. Weil wenn du ein Terrakristall-Pokémon hast, kannst du zwei Energien einfach verteilen. Du hast ein Cravaloro für ein gutes Setup, für einen guten Start. Das Mew theoretisch nochmal, um Karten zu ziehen. Beim Mew EX bin ich ein bisschen gespalten, ob man es wirklich braucht, weil du ja eigentlich auch eine Bidiza-Bidifas-Kombo hast. Vielleicht muss das Mew nicht unbedingt rein. Ist aber so mein persönliches Ding. Auch bei Hana bin ich eher so ein bisschen zwiegespalten. Aber was auf jeden Fall richtig gut ist, ist auf jeden Fall der funkelnde Kristall natürlich. Und auch die Power-Sanduhr. Funkelnder Kristall, dann kostet einfach jeder Angriff ja eine Energie weniger. Dann brauchst du also nur zwei für das Fulgurit. Und bei der Power-Sanduhr kannst du halt eben dann auch wieder automatisch aufladen. Du kriegst es also eigentlich hin, Voltula so zu spielen, dass du jede Runde auch den Fulgurit-Angriff einsetzen kannst. Aber ob uns das gelingt, das schauen wir uns mal an. So, wir haben Kopf gewählt, bekommen aber nicht Kopf. Also müssen wir damit umgehen, was der Gegner uns Schönes wünscht. Man geht als erstes dran. Können wir angreifen? Theoretisch, wir könnten... Ach ja, mit der WhatsApp-Ladung, ne? Könnten wir angreifen. Das machen wir doch mal, oder? Unter Scharnira können wir auch definitiv spielen. Wir haben einen Pepper, das ist auch ganz cool. Pepper kommen wir an, dicke Freunde, Knusp und so. Wir spielen anscheinend gegen Lurak. Ne, auch an den Folien zu erkennen. Ja, genau, es ist Arcani und dann ist wahrscheinlich noch ein Lurak mit drin. Es ist jetzt aber die Standardliste, die ist nicht so prall. Müssten wir eigentlich gegen gewinnen, wenn wir alles richtig machen. Oh. Die... Ja, wie soll ich sagen? Es ist halt so, dass er aber auch kaum... Ja, wird nicht so viele Trainer-Item-Karten spielen. Das heißt, der Fulgurit-Angriff ist vielleicht gar nicht so wichtig. Das Problem ist ein bisschen... Ja, so ein bisschen das Arcani, ne? Aber hat nicht Voltula sogar das Phase 1 260 KP? Ich glaube, Voltula, der trifft nicht mal den voll, oder? Ich bin mir nicht sicher. So, wir haben Mew, wir haben Matt, Lumanda, Lurak könnte natürlich auch ein Problem werden, aber wir haben, wie gesagt, hier eigentlich einen ganz guten Start. Kommt der Energie ran und dann war es das vielleicht auch schon von seiner Seite aus. Ich denke mal, ich gehe über strahlendes Quaijutsu. Da wollen wir Karten mitziehen. Wir haben ja auch Hyperball, um das rauszusuchen. Das Bidifas doppelt auf der Hand. Ob wir Mew... Ja, okay, der ist anscheinend noch sehr neu, der Spieler. Das müssten wir eigentlich gewinnen. Aber das Gute ist ja auch wenn die gegnerischen Decks vielleicht nicht immer die besten sind, oder auch die Spieler neu, haben wir ja den Vorteil, dass wir dann einfach mal gucken können, ja, wie läuft's denn eigentlich? Wie wird's denn generell laufen? So, nächste Runde wird er unser WhatsApp wahrscheinlich besiegen. Ich glaube, die spielen gar keinen nirgendwo Sauger, deswegen können wir hier safe den funkelnden Kristall nehmen und werden mit einem dicke Freunde-Knusp ein klein bisschen ausdünnen, noch einen WhatsApp, noch einen Bediza holen und dann legen wir auf jeden Fall den funkelnden Kristall an den hier unten an.
Ich glaube, die Deckliste spielt nicht mal Enigmara. Dass wir sogar überlegen könnten, den einfach da zu lassen. So, wir gehen jetzt über Hyperball. Und ich werde jetzt das Mew ablegen. Ich habe ja gesagt, ich glaube eh nicht so an das Mew. Ah, könnten eigentlich, wenn du Cravaloro spielst, musst du eigentlich Cravaloro spielen, ne? Aber das Ding ist, dann verlieren wir unser Bedifas und unseren funkelnden Kristall. Also habe ich jetzt nicht gemacht, aber eigentlich kannst du auch über das Cravaloro gehen. Aber wir haben eigentlich auch ein ganz gutes Setup hier. Kriegen jetzt auch eine Energiekarte abgelegt. Da ist noch ein WhatsApp. Ich weiß nicht, ob wir das noch brauchen. Ja, schade, dass wir jetzt nicht angreifen konnten. Das ist natürlich eigentlich der Sinn dahinter, ne? Dass du dann quasi trotzdem dann noch Energien raussuchst. Ist jetzt in unserem Fall nicht so. Ja, wir gucken mal, was wir nächste Runde ziehen. Ist halt so, ne? Er ist auf jeden Fall dran. Wir haben nächste Runde in Chanera. Wir haben den Bidifest. Das ist das, was ich meinte, ne? Guck mal da. Uiuiui. Forschung. Und jetzt muss er erstmal gucken. Aber da wird jetzt wahrscheinlich gleich ganz klassisch ein Fukano kommen. Okay, das ist auch gut. Weil, wenn er das halt nicht über Sonderbonbon entwickelt, dann können wir jetzt mit dem, ja, mit dem Voltula, wenn wir es dann ziehen, Voltula und Matt. Reicht ja alles schon aus. Wir könnten sogar für den Fulgurit gehen. Voltula, Matt, Fulgurit. Und dann bräuchten wir halt bloß noch das... Ja, wir bräuchten halt das Voltula, ne? Aber wir haben ja noch ein Bedifas. Da können wir eigentlich was machen. Da könnten wir eigentlich ziehen. Aber hätte Fahrradkette oder eigentlich... Schmeigentlich? Keine Ahnung. Es gibt so eigentlich, glaube ich, keinen deutschen Spruch. Keine Ahnung. Müssen wir uns mal ausdenken. Eigentlich, ich esse meine Feigen nicht oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ich finde, wir sollten das einführen. So, er hat sich, glaube ich, ein neues Basis-Pokémon rausgesucht, weil er weiß, dass das Lutexo nächste Runde theoretisch gehen kann. Aber er wird seine erste Preiskarte kriegen, weil halt, und das ist so ein großer Nachteil, den das Deck eigentlich hat, das WhatsApp halt eben einfach nur 30 KP, Leute. 30 KP. Du wirst mit dem Deck eher immer hinten liegen, ne? Naja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Liste spielt zweimal Chanera, zweimal Haytyra. Natürlich dann auch witzig, dass wir am Anfang dann wieder zweimal Bedifas, zweimal Haytyra irgendwie so gut durchgemischt, ne? Naja. Das ist so. So, greift er jetzt an, mein Freund, oder greift er nicht an? Was macht er? Er greift nicht an. Gut. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dann halt eben nicht. Ich glaube, ich möchte trotzdem dann erstmal hier rüberziehen. Und dann gucken wir mal, was wir kriegen. Die Enigmara. Ich meine, Enigmara würde ihm helfen. Aber mein Problem ist, ich habe noch nicht meine Energien oder sonstiges, ne? Muss ich noch ein WhatsApp hinlegen? Eigentlich nicht, ne? Komm, wir spielen Enigmara. Komm, helfen wir ihm. Wir kriegen jetzt unser Voltula. Oder ein Hyperball, um ans Voltula ranzukommen. Ach Gott, uff, Leute. Uff, okay. Wir kriegen das noch hin. Wir kriegen das hin. Also, hier, wir dünnen aus. Oder wir spielen das... Wir dünnen aus. Chanera. Ach, dann kann ich Nespa nicht mehr spielen. Ich depp. Ich hab doch gesagt, wir dünnen aus. Na gut, wir können immer noch ein bisschen ausdünnen. Hier... Und von mir aus soll der auch noch eine Power-Sanduhr kriegen. Und dann können wir jetzt nochmal drei Karten ziehen. Komm, Voltula. Ah, ein Hyperball. Na Gott sei Dank. Na, das hat ja auch ein bisschen gedauert hier, ne? So, Hyperball. So, wo ist denn das Voltula? Wie oft haben wir es denn? Natürlich ist eins in den Preiskarten. Ja gut, aber okay. Eins von drei, das ist in Ordnung, ne? Kann man alles machen. So, Voltula ist da. Nachttrage ist auch da. Ich weiß übrigens, dass die Power-Sanduhr unten bei dem nichts bringt, aber es ist ja nicht so schlimm. Zack, gehen wir jetzt für 110. Das musste jetzt aber auch wirklich drin sein. Also das musste wirklich drin sein. Sonst hätte man wirklich noch mal im Deckbau vielleicht was gucken müssen. Kriegen wir unseren ersten Pepper und tja, gehen in Führung. Nächste Runde ist es möglich, mit Fulgurit tatsächlich ihn zu Item locken. Was ganz cool ist, weil wenn er jetzt irgendwie wieder ein Glumanda spielen will,
Dann könnte er nicht über Sonderbau kommen. Und da haben wir aber einen Boss. Okay. Okay. Jetzt wird hier gestallt, oder was? Ja, das ist natürlich irgendwie trotzdem doof, weil eigentlich bräuchten wir... Ja, na gut, wenn er das Vulcano nicht entwickelt, ne? Und jetzt nur über Anheizen geht. Nachtrage, Energie an Wattzapf, zurückziehen, Voltula 110. Ich sag ja, eigentlich muss das hier sowas von drin sein, hier immer die Oberhand zu behalten. Magma-Becken. Bringt ihm jetzt gerade nichts aus. Er legt noch ein Basis-Pokémon. Ja, ich glaube, wir haben da einen ganz, ganz frischen neuen Spieler, der sich einfach da mal so ein bisschen austestet. Das darf ja auch sein, ne? Okay, Trotzband. Ja, machst jetzt ein bisschen Schaden mehr. 30 Schaden mehr. Und jetzt anheizen. Gut. Ja, dann machen wir jetzt nämlich genau das. Wir legen... Ah, guck mal hier oder so, über Glastrompete. So, Glastrompete, ich lese ihm nochmal genau durch. Wähle bis zu 2 Pokémon auf deiner Bank und lege eine Basis-Energiekarte aus dem Ablagestapel an jedes von ihnen an. Ja, das können wir spielen. Dann hier eine Energie, da eine Energie. Und dann... Ich weiß, ich muss ihm eigentlich keine Enigmara hinmischen, ne? Besonders, wenn ich noch Pepper-Ödengefäß oder sowas spielen kann. Aber... Ich glaube, dann will ich das auch nicht, ne? Warum ihm jetzt noch die Möglichkeit geben? Also, heiterer Austausch. Wir tauschen jetzt diese Karte hier an ihn. Ziehen ihn kostenlos zurück. Legen das Voltula rein. Nachtrage. Holen uns damit zum Beispiel das hier, eine Kampfenergie. Legen die an. Wir gehen erst auf Pepper. Ah, nee, wir könnten eigentlich auch erstmal ziehen. Ist okay. Gut, jetzt gehen wir auf Pepper. Und dann könnten wir nämlich Hyperball einfach gehen. Dann wären wir wieder ein bisschen kartenlos und können ein zweites Scharnierer reinholen. Weil das und das brauchen wir eh nicht. Und dann holen wir uns noch einen Heilteiler. Man könnte auch natürlich sich noch ein zweites Wattzapf holen, aber ich bezweifle, dass er jetzt nächste Runde das irgendwie kaputt macht. Und dann gehen wir jetzt für Fulgurit. Der erste Schaden reicht natürlich auch aus, aber jetzt kann er theoretisch zum Beispiel keinen Hyperball spielen, um sich ein Bedifast zu holen. Ne, also wirklich in die ganz fiese Variante. Aber that's the game. So, wir brauchen als nächstes eine Glastrompete, kriegen wir aber ohne Probleme dran. Wir haben einen Pepper. Der hat einen Bedifast auf der Hand. Gibt's ja gar nicht. Okay, oder getopdeckt. Da hat sich das Spiel gesagt, hey, komm, das ist ein neuer Spieler hier. Komm, hier, nimm. Nimm das Bedifast. Ja, Voltula EX hat's halt nicht so einfach, ne? 260 KP für eine Phase 1 ist okayisch. Aber halt so in der Meta dafür, dass du immer noch V-Star-Pokémon hast, die 280 KP haben, wenn du es quasi entwickelst. Ist hier halt einfach noch zu schwach auf der Brust und auch mit dem funkelnden Kristall ist es zwar eigentlich ganz cool und Item-Lock ist natürlich auch nervig, aber auch da ist der Damage-Output mit 180 dann eigentlich auch wieder zu gering und du kriegst ihn ja nicht erhöht. So, jetzt hast du einen Nestball und kannst Nestball nicht spielen, aber das ist okay. Noch ein Lumanda. Und jetzt ziehst du Karten. Nö, er setzt Bedifast nicht ein. Aua, das tut mir natürlich jetzt ein bisschen... Es tut mir auch ein bisschen leid jetzt hier, einen neuen Spieler so zu verhauen. Muss man ja mal ganz klar so sagen. Das ist ja wirklich hier verhauen. Weil das ist ja nichts hier. So, nirgendwo Sauger. Für das hier. Das hat er auch nicht genutzt, ne? So. Dann holen wir uns eine Glastrompete. Die letzte. Und... Glastrompete.
zwei Energien. Wir brauchen auf jeden Fall eine Elektro und leben noch eine, keine Ahnung, Kampf oder so. Und dann verschieben wir mit dem... Verschieben wir einmal Elektro. Und dann können wir mit ihm ja noch verschieben. Und dann kommen wir wieder auf ein Item-Lock. Das ist halt auch die Frage, ob man es überhaupt gehen müsste. Aber wir machen sonst eh nur 110 Schaden und das ist halt ein bisschen doof. Gehen wir nochmal mit Betifas nach. Noch eine Hanam-Befehl vom Boss, der natürlich auch nervig ist. Wir können auch eine Energie anlegen. Das ist auch gut. Dann lass uns doch schon mal eine Energie noch anlegen. Und dann gehen wir für Fulgurit. Booms. So, über Bidifas werden jetzt also auch keine Karten mehr gezogen. Mal gucken, was er topdeckt. Vielleicht sagt das Spiel jetzt auch, na, dann kriegt er jetzt aber eine Forschung. Er macht nur eine Elektroenergie, ne? Wo sind die? Und eine Glastrompete fällt auch noch. Guck mal, ein strahlendes Glurak. Das wird tatsächlich ziemlich Strongu. Könnten aber auch einfach... Ja, das Strahlende könnte vielleicht nerven. Aber wir können es auch einfach... Wir können einfach eben das Glurak... Ja, wenn wir den nehmen, dann braucht er eine Feuerenergie. Für 250 Schaden. Ja, komm. Aber brauche ich Boss? Brauche ich Hana? Will ich Enigmara spielen? Nein, wir gehen einfach für 110. Wir machen einfach nicht mehr. Zack. 110, Lumanda da weg und gut ist, ne? Man muss ja auch in solchen Matchups, wo man weiß, okay, das müsste ich eigentlich gewinnen, muss man es dann halt eben auch ordentlich runterspielen, ne? Wir haben ja oft genug auf dem Channel gesehen, dass dann mal, ja... Ja, so ein kleiner Fehler so passiert. Okay, jetzt wurde er echt noch ein Nestball. Ah ja, klar, jetzt kann er den ja spielen. Ich bin ein Lavados. Und hat er da noch eine Energie? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir können nächste Runde wieder... Ich sag's ja, ey. Ich sag's ja. Und da ist die Forschung getopdeckt. Das kann doch kein Zufall sein, Leute. Das kann doch kein Zufall sein. Wirklich. Die Forschung getopdeckt. So, und jetzt kann er tatsächlich noch was machen. Naja. Ja, jetzt ist tatsächlich die Frage, ob wir nicht das Fukano da hinten nehmen. Über Befehl vom Boss. Weil der wird sonst nerven. Wenn er da jetzt noch einen Akani hinschmeißt, was er jetzt auflädt. Wenn er es dann auflädt, wenn er das... Ja, okay. Warum spielst du denn Magma-Becken? Mein Dude! Schau meinen Kanal! Vielleicht kann ich dir dann helfen. Oder vielleicht auch nicht. Ja, weil jetzt brauchen wir ja nicht mal... Jetzt brauchen wir ja nicht mal, Befehl vom Boss. Dann lass doch einfach Fulgurit gehen. Weil selbst wenn er das Akani hinlegt, können wir ja nächste Runde Befehl vom Boss spielen. Ne? Und dann das Lavados nehmen. Ja, naja. Gut, da ist er. Zwei Glastrompeten waren in den Preiskarten. Das ist natürlich auch ärgerlich für das Deck hier. Aber ihr habt gesehen, es haben zwei Glastrompeten ausgereicht. Natürlich die Frage, wie es gegen ein anderes Metadeck gewesen wäre. Aber wir gehen natürlich gleich noch eine Runde. Aber die Runde hole ich mir natürlich jetzt hier noch ab. Die hole ich mir noch ab. Ich glaube, er kann hier auch nichts weiter machen. Wir können jetzt noch mit Haitara jetzt mal verschieben. Und dann seht ihr auch schon die ganze Strategie dahinter. Das ist das Akani. Warum legt er das dann nicht nach vorne? Naja. Selbst aus dem Deck hätte man weitaus mehr rausholen können, ne? Noch eine Forschung. Naja, gut. Jetzt kommt eine Feuerenergie. An Bidiza. Also irgendwas... Ah, der... Oder ist das... Oder ist es ein Bot? Ich weiß es nicht. Gibt es Bots in dem Spiel, die in dem normalen Matchup mit drin sind? Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, das kann ich mir immer nicht vorstellen, aber... Leicht, ne? So, und wir zögern es jetzt auch hier nicht hinaus. Wir schieben einfach zwei Energien und dann gehen wir für 180. So. Okay. Ja, wild. Wild auf jeden Fall. Also entweder wirklich jemand, der sich noch gar nicht mit dem Spiel auseinandergesetzt hat. Oder? KI? No. So, mal gucken. Vielleicht kriegen wir jetzt ja auch Kopf. Toll.
Wir wollen auch anfangen, richtig? Ja, wir wollen anfangen. Deswegen haben wir auch einen Cavaloro drin, um uns einen guten Start zu erhaschen. Deswegen ist auch ein Hana drin. Ne, das ist, glaube ich, der Grund, warum die beiden Karten da sind. Am ein Bediza, das ist... Okay, es hat die Frage, ob wir dann beide spielen, weil wir eh eins verlieren werden. Ja, er ist Zweiter. Er wird schon mein Pokémon besiegen, ne? Würde er schon machen. Oh, böser Start für ihn, muss man mal ganz klar sagen. Das natürlich schade ist, eine Glastrompete ist weg. Ödengefäß, ja. Könnten auch eine Energie an Bediza anlegen. Wir werden jetzt ja eh, wir werden eh das Bediza verlieren, ne? Aber wir können eine Energie anlegen. Wenn er es nicht besiegt, dann... Ja, ich mach das jetzt einfach so. I do this. Wir geben dem eine Elektro. Das ist schon mal eine Elektro im Ablagestapel ist. Und dann gucken wir mal durch. Cavaloro ist da. Ne? Strahlendes ist da. Alle Voltulas, ein Boss. Hana ist theoretisch auch noch da. Funkender Kristall und Power Sanduhr ist eine da. Ja, wir brauchen auch nur eine. Würde ich jetzt sagen. Deswegen so. Und dann Hyperball. Total egal, was wir hier ablegen, weil wir holen uns ein Kravaschnoro. Was ein bisschen doof ist, ist halt dann unsere Bank oder unser Platz ist jetzt hier natürlich schon sehr voll. Aber wir müssen das machen. Denn da sind nämlich die anderen Sachen, die wir brauchen. Das und das. Und wir haben auch eine... Ja, so lassen wir es. So lassen wir es. Wir haben noch theoretisch nirgendwo sauber. Da können wir was anderes noch wegsaugen. Voltula können wir nächste Runde spielen. Wir haben Enigmara. Mit Enigmara kommen wir im besten Fall an einen funkelnden Kristall und eine Energie natürlich auch. Boah, schmeißt einen Doppelturbo weg. Okay. Ach, geil. Wir spielen gegen Klippe. Wie cool. Okay, gegen Klippe. Das wird nicht so einfach tatsächlich. Klippe hat 120 KP. Das heißt, wir können mit Voltula nicht mit 110 Klippe treffen. Und er kann ohne Probleme Voltula EX kaputt machen. Aber wie ihr seht... Boah, da ist eine Hana. Boah, kriegt er jetzt alles zusammen? Pass auf. Und jetzt? Nestball? Nein, er hat nichts. Oh, schade. Oh, ich hätte das Match gerne gespielt. Ich hätte es wirklich gern gespielt. Gib doch nicht auf. Ich hatte nicht die perfekte Hand. Ah, schade. Klippe ist cool. Naja, nächste Runde. So, wir haben aber trotzdem wieder Kopf bekommen. Das heißt, wir können wieder anfangen und können das ganze Setup nochmal probieren. Ob nicht jemand, der jetzt nicht aufgibt und nicht gleich sagt, oh, keine Lust mehr. In dem Fall könnten wir eigentlich auch das Mew nach vorne legen. Weil dann haben wir einen kostenlosen Zurückzieher. Das ist okay. Ich glaube, das machen wir so. Ich meine, klar, man hätte noch einen Tausch, aber wir wollen ja eh noch was anderes. Oh ja, Meta, let's go. Jetzt wird ein Donnersichel-Deck. Okay, also, dann haben wir doch mal ein Meta-Deck, gegen das wir jetzt antreten können. Item-Lock ist, glaube ich, gegen Donnersichel gar nicht schlecht. Also, Fulgurit-Angriff, Englisch, Item-Lock, Item-Sperre, dass er keine Trainer-Item-Karten spielen kann. Einmal erklärt. Das ist, glaube ich, nicht schlecht, weil sowas wie Finsterpflaster da nicht funktioniert. Mein Professor Antikos Vitalität geht trotzdem. Aber... Ah, jetzt habe ich ihm natürlich aber auch Mew hingelegt, ne? Oh. So, wir werden... Ich werde jetzt ein weiteres Wattzapfen nehmen. So, und dann gucken wir mal mit Hyperball, was wir bekommen können. Vielleicht nämlich erstmal ein strahlendes. Nochmal zwei Karten zu ziehen. Eigentlich bräuchten wir auch Scharnierer. Oh, da ist schon das Cravaloro. Das ist natürlich auch gut. Weil dann können wir jetzt hier das ablegen, um noch das Scharnierer zu holen. Ja, die Bank ist relativ voll. Ne? Aber ich gehe davon aus, dass er mein Mew relativ schnell holen wird. So, erstmal die Krawallkrallen.
So, da haben wir einen Hightailer, wir haben einen Pepper. Boah, wenn ich ihm jetzt das Mew liegen lasse, ne? Boah, dann kann er bestimmt leicht das Mew besiegen. Da kriegst du, hast du eigentlich alles für da. Und der hat auch noch Schwäche gegen Dunkel. Wollen wir es ihm so einfach machen? Eigentlich nicht, ne? Aber was will ich hinlegen? Ein Voltula? Auch doof. Ah, komm. Ja, ich weiß. Manche von euch schreien jetzt hier, nimm doch das WhatsApp. Hast doch zwei. Ja, nee. Nee, ist mir gerade nix. Ich weiß, ist ein einfacher Two-Prizer. Ja, oder ich hätte vielleicht das Mew doch da lassen sollen, weil er sich das eh irgendwann gönnen wird. Na, mal gucken. Jetzt kommt erstmal sein Krawallkrallen. Genau. Achso, hä? Nein, kommt's nicht? Dann ist es vielleicht nicht drin. Weiß ich nicht. Aber bei Mew kann er auf jeden Fall noch ziehen. So, da ist ein Finsterpflaster. Neuanfang. Was ziehst du? Und Nestball. So, jetzt kommt Krawallkrallen. Also Krawalloro. Mutig auch, dass er sich zuerst. Okay. Ne, dann ist es vielleicht an den Preiskarten. Oder keine Ahnung. So, die Energie ist da. Nochmal um zwei zu ziehen und um deinen Donner sicher auch nochmal eine Energie zu geben. Das ist da, okay. Okay, noch ein Pokestop. Let's go, Pokestop. Und aua! Aua! Ey. Ey, das fühle ich so sehr, ne? Zweimal Professor Antikas Vitalität. Plus. Ja. Eieiei. Das tat ja richtig weh. So. Etaira. Komm, Pokestop. Und ich werden Freunde. Jawohl. Sag ich ja. Pokestop und ich, wir werden Freunde. Gut. Dann legen wir einfach mal ein Dicke Freunde Knusp ab. Obwohl das Ding ist, Dicke Freunde Knusp kann man relativ leicht loswerden. Ein Bidiza unten nicht. Ja. So, Elektropflanze nehmen wir mal. Eigentlich bräuchten wir einen Tausch. Aber da können wir dran kommen. Erstmal ziehen wir nochmal zwei Karten. Wir brauchen nämlich auch noch einen Voltula EX. Das wir nicht gezogen haben. Ja, und das ist dann bitter. Dann kann ich ihm jetzt auch leider nicht das unten hinlegen. Ja, dann müssen wir leider anders gehen. So. Ja, dann müssen wir es anders machen. Was haben wir an Energien? Okay. Dann laden wir auf. Weiß, das ist wild, aber das ist die Variante, wie wir gehen. Ja, weil mir fehlt ein Voltula EX für das Ganze, ne? Und das werde ich mir jetzt gönnen. Wir werden jetzt Pepper spielen und wir werden uns das jetzt holen. Den funkelnden Kristall auch schon mal. Und dann legen wir den und den ab. Wo ist es denn? Wir haben noch drei. Naja, schade, dass wir es nicht gezogen haben. Aber so. Und dann ist die Frage, wird er uns ärgern oder nicht? Ich will nämlich nochmal eine Karte mit Mew ziehen. Jetzt können wir es tatsächlich schaffen mit der Blast-Trompete, ne?
Ah, nee, können wir nicht. Ich hätte eine Elektroenergie nehmen müssen. Ja, zu wenig Vortulai X gespielt. Also, wenn wir eine Elektroenergie genommen hätten, dann hätten wir mit dem heiteren Austausch die Elektroenergie von ihm auf ihn verschieben können und dann angreifen. Gut, war wrong, war nicht gut. Hätte man besser machen können. Ist jetzt so, wie es ist. Wir laden jetzt dafür mal unser Voltula einfach auf. Aber das war nicht gut. Wir hätten mit zwei Preiskarten in Führung gehen müssen. Ja, müssen. Oh, und er hat einen Pokestop. Mann. Oh, Mann, ey. Pokestop extra abgelegt, damit er für Donnersichel eben nicht halt mit Cravaloro mit dem ersten Angriff treffen kann. Jetzt kann er halt trotzdem treffen. Und das natürlich bitter für uns. Weil dann, ja, die Elektroenergie. Eine Sekunde länger nachdenken, ne? Phil? Und dann wäre es besser gewesen. Dann hätten wir nämlich mit dem Funkenkristall, hätten wir Cravaloro zurückziehen können. Aua, und jetzt nimmt er mir mein Voltula. Aber er muss den zweiten Angriff machen. Wenn er den ausknocken will, muss er den zweiten Angriff machen. Ja. Und das heißt, er besiegt sich selber. Und wir müssen... Oh Gott. Wir müssen tatsächlich hoffen, dass wir... besser ziehen. Wir brauchen unser Voltula. Wir legen erstmal Mew rein, weil Mew können wir ja kostenlos zurückziehen. Ohne Enigmara ist stark. Aber wir brauchen eigentlich... Obwohl, der erste Angriff reicht ja. Wir verschieben die Elektro. Und dann spielen wir Enigmara. Ja. Hier noch ein zweites WhatsApp. Wir verschieben auf jeden Fall die Elektro. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin, dass wir das Donnersichel jetzt besiegen. Unser Vorteil ist, er hat nämlich auch kein zweites Donnersichel vorbereitet. Das ist für uns ein großer Vorteil. So. Wir brauchen Voltula EX ohne Energie. Aber wir haben einen Hyperball. Hyperball. Das heißt, mit Hyperball können wir den und den loswerden. Und dann holen wir uns jetzt das Voltula. Aber mir fällt gerade auf, aber wir haben ja keine Energie, ne? Die wir verschieben können. Deswegen kann man normalerweise auch zwei spielen. Tja. Wir könnten noch vielleicht an der Energie rankommen. Mal schauen. Wir ziehen erstmal über Mew. Wir brauchen doch eine Energie. So, und jetzt ist halt die Frage, wie viel Ödengefäß spielen wir, ne? Ein Ödengefäß ist drin. Wie viel Ödengefäß spielen wir? Guck mal nach. Zwei. Wir haben aber auch noch sechs Preiskarten. Pokestop und ich, wir werden Freunde. Ödengefäß. Nee. Bitter. Bitter, bitter. Würde halt natürlich auch ihm gerne einen Item-Lock geben, damit, wenn er jetzt halt irgendwie kommt, sowas halt nicht spielen kann. Sowas wie eine super Angel, ne? Naja. Aber machen wir uns nichts vor. Das hätte auf jeden Fall schon, der Anfang hätte definitiv besser laufen können. Aber wir müssen jetzt damit leben, damit umgehen. Und das kriegen wir hin. Hyperball. Wir haben auf jeden Fall einen Pepper und damit müssen wir gucken, dass wir natürlich dann das Ödengefäß damit rankriegen. Und wir müssen natürlich auch hoffen, dass das Ödengefäß im Deck noch ist, ne? Habe ich nicht geprüft. Können wir aber tatsächlich gleich prüfen.
Ah, und es ist ein. Das Babydonnersichel, was er vorbereitet. Ja, okay. Das Schöne ist beim strahlenden Kaijutsu, er muss trotzdem den Pokestop ablegen, wenn er. Wenn er mein strahlendes besiegen will, muss er einen Pokestop ablegen. Da kommen die beiden Donnersichel wieder rein. Wie viele Finsterpflaster hast du schon gespielt? 3 Professor Antikas Vitalität, 2 Finsterpflaster. Wenn wir ihn daran hindern, Superangeln spielen zu können, jede Runde. Und dann halt irgendwie mit Energien noch Energien zu spielen, dann kann das was werden. Ich weiß nicht, warum er jetzt eine 4. Energie angelegt hat. Keine Ahnung. Kann man machen. Aber warum? Weiß ich nicht. Naja, tauscht. Okay. Ja, das müsste auch reichen, ne? Ja, 140 genau, ist natürlich witzig. Wir müssen seinen Donnersichel platt machen, das ist wichtig jetzt. Wir haben das Mew, wir können das Mew... Hallo! So. Okay. Wir machen folgendes, wir spielen einen Nestball und suchen uns nichts raus. So, haben wir noch irgendein Gefäß? Ja, es ist da! Und Glastrompete auch. Aber wir brauchen das Ödengefäß. So, wir suchen uns nichts raus. Wir suchen uns nichts raus. Ach, guck mal, wir können jetzt sowieso... Wir könnten jetzt sowieso Itemlock machen. Machen wir auch. Befehl vom Boss. Oh ja, das war doch alles gut. Das war alles richtig. Weil wir können ja zurückziehen. Und wir können auch mit Hightyra eine Kampfenergie verschieben. Alles okay. Alles okay, Leute. Es ist alles gut. Der Vogel wird landen. Was auch immer das heißen soll. Okay. Genau, wir verschieben mit Hightyra und wir verschieben von ihm die Kampfenergie. Herzlichen Glückwunsch, das machen wir. Dann ziehen wir noch hier jetzt eine Karte. Okay, Matt. Und dann... Die Frage, müssen wir Item Lock gehen? Ich glaube ja. Ich glaube, das machen wir. Dann kriegen wir auch wieder. Erstmal kriegen wir 2 Preiskarten. Ja, Professor Futurs. Und dann können wir. Hier was anlegen. Und Professor Futurs könnten wir den Easy 2 Prizer, den wir da unten haben, auch auf hochnehmen, ne? Umdichten. Ja, dann darfst du natürlich nochmal Karten ziehen. Und Karten ziehen kann natürlich damit auch. Aber es geht ja darum, dass er kein Finsterpflaster spielen kann, selbst wenn er es hat. Mal schauen. Und anscheinend hat er nicht mal einen Donnersichel. EX. Ui, okay, aber jetzt kriegt er eins. Jetzt kriegt er eins, da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber er wird nicht genügend Schaden machen, um mit Donnersichel den zu besiegen. Mein Problem ist natürlich auch, ich werde auch nicht genügend Schaden machen. Meine Professor Antikas Vitalität abgeschmissen. Ja, wie viel Energien hat er auf der Hand, ist die Frage, ne? Leider sowas wie Konterfänger oder so haben wir nicht. Glastrompete. Jetzt ist halt die Frage. Eine Energie. Ja, wohl, wenn wir die Energie verschieben, wenn wir ihn jetzt retten.
machen jetzt mit dem Schaden. Ja, liebes Spiel, lass mich doch überlegen. Machen wir erstmal Glastrompete in Ruhe. Das ist jetzt nämlich nicht so einfach. Was habe ich denn auf der Hand eigentlich? Noch ein Kampf. Wie machen wir es? Wenn wir ihn jetzt auf die Hand geben, Professor Futurs zum Entwickeln, haben wir schon Funk in der Kristall gespielt? Ja. Haben wir noch eine Sanduhr? Vielleicht. Eigentlich, ich muss ihn Item locken. Aber das kann ich nicht, wenn... Na, ich glaube, es ist leider verloren, Leute. Ich glaube, es ist leider trotzdem verloren. Weil ich glaube, ich nicht weiß. Wie ich ihn da noch stören soll. Ich habe halt eben keinen Boss, ich habe keinen Konterfänger. Ein Konterfänger wäre jetzt natürlich Gold wert. But I don't have it. Oder Enigmara wäre halt auch Gold wert, ne? Aber die konnte ich nicht mehr ziehen. Bödengefäß bringt uns auch nichts. Was ich machen kann, ist das Ödengefäß spielen, den ablegen, mir nichts raussuchen, noch eine Karte mit Mew ziehen. Noch ein Pepper. Okay. Ja, Fulgurit, das ist halt ein Problem. Es macht nur 180 Schaden, ne? Und noch einen Nirgendwo-Sauger haben wir nicht. Wir haben einen Nirgendwo-Sauger verbraucht, um um halt eben den einen Pokestop loszuwerden. Aber wir haben halt das Problem, dass da hinten ein Donnersichel liegt. Und der wird ja genug Energien haben. Wie viel Energien hat er denn schon gespielt? 6, 7, 8, 9. Vielleicht hat er auch ein Energieproblem. 9 Energien. Und er kann kein Finsterpflaster spielen. Trotzdem haben wir auch ein großes Problem. Wir müssen jetzt ein Voltula vorbereiten. Und mit 3 kriegen wir das nicht hin. Uiuiui. Und er kann... Oh, wir haben den Enigmara gezogen. Das ist ja der Oberhammer. Wir spielen Enigmara. Das könnte uns tatsächlich retten. So, da ist Voltula. Aber wir haben keine Energie. Wir können also nicht Schaden machen. Und der hat Schwäche. Und Haidaira kann ich nicht nach vorne legen. Und ein Single Prizer auch nicht. Es fehlt eine Energie. Man bräuchte noch sowas wie eine Glastrompete, aber ich glaube, wir haben da alles gespielt, was wir spielen konnten. Ich kann ja so mal einen Pokestop drehen, aber das ist leider over. Oder ich muss, und das natürlich auch wild, denn meine einzige Chance, die ich jetzt noch habe, ne, ist tatsächlich über Cravaloro zu gehen. Das ist meine einzige Chance. Cravaloro und dann Voltula aufladen. Und dann den hitten für 20.
Eieiei. Das Ding ist aber, er kann jetzt, er kann jetzt Trainer-Item-Karten spielen, ne? Und das ist dann so die Sache. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Okay. Ist halt die Frage, was er jetzt oben gezogen hat. Er kann das Mew nach vorne legen, er hat einen Pokéstop, er hat ja alles, was er braucht. Naja, mal gucken. Wir haben halt leider keinen Befehl vom Boss mehr oder so, ne? Ja, das ist ziemlich knapp. Ja, und umdichten. Siehst du auch nochmal drei Karten ziehen. Ja. Ja, und ja, okay, und das war's dann. Pinsapflaster. Na, wo ist die andere Energie? Beführung des Entdeckers. Ja, damit kriegst du doch alles, oder? Aber er braucht nur noch ein Finsterpflaster. Ist die Frage, hat er das noch? Ein Finsterpflaster hat er noch. Oder eine Energie. Ja. Schade. Schade, Marmelade, ey. Wir haben es aber wirklich noch dafür, dass wir es am Anfang verspielt hatten. Also, ihr seht, man hätte es auch gewinnen können, wenn man den Anfang mit der Elektroenergie nicht verhauen hätte. Aber so ist es jetzt. Und er hat es dann noch geschafft. Aber ich glaube, ihr seht halt, man kann sich damit auch, man kann sehr gut Schwierigkeiten machen. Auch wenn es jetzt hier gerade nicht gereicht hat. Ich finde, es ist ein cooles Deck. Wir gehen einfach auch direkt in die Bewertung rein. Und ich sage, auf jeden Fall vom Spaßfaktor her, ich finde es immer noch cool. Ich sage, das ist okay. Level 55. Warum auch immer. Wieso habe ich jetzt noch ein Level bekommen? Habe ich nicht gerade 54 bekommen? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Auf jeden Fall, wenn wir uns das also hier nochmal anschauen, dann gebe ich Deckbau 5 von 5, Metakompatibilität, ja, 2 von 5 oder an guten Tagen 2,5 von 5. So stark ist es dann nämlich dann doch nicht. Auch wenn Itemsperre nervt, aber trotzdem muss da auch viel für stimmen, damit es läuft. Auch wenn man das maximal rausholt. Und nirgendwo Saugor ist auch der größte Feind von diesem Deck hier. Und. Ja, und sonst auch vom Spaß gebe ich dir eine 5 von 5, auch wenn wir das letzte Match verloren haben, aber trotzdem cool. Wie gesagt, ja, ich kann verstehen, warum man das Mew drin hat. Es ist dafür da, um halt eben den kostenlosen zu haben, der zurückzieht. Ein bisschen das Problem ist aber trotzdem auch Bankplätze, finde ich. Und Ana kann, muss nicht. Kann auch eine Forschung für rein, meiner Meinung nach. Aber das ist halt für den ersten Zug dann, ne? Möglicherweise. Gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, auch eure Deckliste reinzuposten. Guckt in die Videobeschreibung, da ist der Discord-Link drin. Da ist auch das Deck drin vom Blacky. Vielen Dank nochmal an dich. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Ciao, ciao.